Hallihallo, willkommen zum 25. Teil meines Minecraft-Videorückblicks. Heute wieder mit unserem lustigen, tollen Gebäude. Und ich denke mal, ich werde heute mal ausnahmsweise keinen anderen besuchen. Denn die Zeit rennt. Ich habe hier noch ein paar andere Sachen, Projekte, die ich hier gerne am Wochenende jetzt mit durchziehen möchte. Unter anderem auch ein paar Sachen für die Homepage. Ja, wo fangen wir denn an? Wir fangen an mal weiter oben. Marco und ich haben jetzt die letzten paar Tage damit verbracht, hier unsere Automatisierung ein Stück weit voranzutreiben. Also, Automatisierung ist jetzt vielleicht krass hochgegriffen. Wir haben ein paar Sachen, die wir als sinnvoll erachtet haben, automatisiert. Und ein paar Sachen, die wir jetzt von Direwolf vielleicht abgeguckt haben, auch klar mit integriert. Dazu gleich noch. Zunächst einmal die neue Variante des automatisierten Pure Crystal Blabla Gedöns Herstellungsprozesses. Im Prinzip läuft es immer noch wie früher, wir haben hier ein Gate. Allerdings machen wir das jetzt anders und sagen einfach, wenn. Moment, kurz gucken. Ich sehe gerade die Kiste nicht. Doch, wenn diese Kiste Items hat, dann soll das Gate ein Redstone-Signal geben. Das sehen wir hier. Das Gate ist jetzt übrigens sided, also sprich, das schiebt das Redstone-Signal jetzt bloß noch nach unten durch den Block durch und unten unter dem Block ist dann eine State Cell. Die State Cell, die macht im Endeffekt das, was sie früher schon getan hat, einfach das Signal, Redstone-Signal für 200 Sekunden halten. Unter diesem Block hier unten drunter oder der Pflanze ist einfach das ganz normale Energiekabel und dem Eingang oder beziehungsweise dem Ausgang von der Energie in die Accelerator haben wir einfach gesagt, wenn da ein Redstone-Signal anliegt, dann bitte Energie geben. Und das Ganze hat den Vorteil, dass wir jetzt das Interface liefert relativ schnell die Items durch und deswegen ploppeln wir jetzt quasi nicht mehr für jedes einzelne Item ein Redstone-Signal, sondern quasi nur noch so halb stackweise oder so. Das nächste ist, dass der Conduit Connector hier, den haben wir auch mit 15 Upgrades ausgestattet. Das heißt, der schiebt direkt stackweise in das Grate rein und das Grate droppt halt direkt die Sachen auch stackweise dann unten in den Wasserbereich. Also im Prinzip ein relativ simpler Aufbau und vor allem hat es den Vorteil, wir brauchen unten drunter unter dem Wasserbecken kein Auffangbehälter mehr, dass wir dann die Sachen sagen, wir schieben die Sachen wieder ins System, sondern das lässt sich halt wunderschön über diese Hopper-Hock lösen. Da sagt man einfach, sammle nur das, was dann in den Item-Frames drin ist. Das sind halt die vier verschiedenen Arten und die schieben wir dann über das Interface wieder zurück in das System. Also relativ simpel und funktioniert soweit ganz gut. Ja, und ansonsten hier hinten, wie gesagt, ein bisschen angefangen, ein paar wichtige Sachen zu automatisieren für die Segmel, für den Alloy-Smelter, die wichtigsten Alloys von Ender.io. Hier hinten dann eine kleine Automatisierung, die halt letztes Mal schon da drüben stand. Ein paar Sachen dazugekommen, nichts riesengroß Besonderes. Dann haben wir mittlerweile drei Crafting-CPUs: 1K hier mit Co-Prozessor, dann 4K, 4K und jeweils auch ein Co-Prozessor drauf, dass es halt ein bisschen flotter gehen kann. Ist natürlich, es lohnt momentan nicht mehr als zwei Co-Prozessoren drauf zu machen, dann. Im Prinzip haben wir bloß dieses eine Gerät, was craften kann, und meistens ist dann eh nur ein Gerät hier von den beiden im Betrieb. Dementsprechend lohnen sich mehr Co-Prozessoren noch nicht. Interessant ist jetzt dieser kleine Kasten hier. Das ist im Endeffekt bloß ein Interface, wo hinten direkt Storage Bus dranhängt. Das Interface hat zusätzlich eine Crafting Card und im Interface sagen wir, halte uns von den ganzen Sachen 64 Stück. Das hat den Vorteil, dass wir jederzeit 64 zum Beispiel von dem Pure Cetus Quartz zur Verfügung haben oder von dem Pure Crystal. Gleichzeitig haben wir auch massig Zeug übrig für neue Produktionen von unserem halt von dem Gerät, von dem Züchter. Und was wir auch haben, ist hier unten drunter noch ein Gerät, dass wir uns Vibrant Alloys und Energetic Alloys auch zur Verfügung stellen lassen. Das hat, wie gesagt, den riesen Vorteil, dass die Geräte sind teilweise ein bisschen lahmarschig und da ist es echt sinnvoll zu sagen, man lässt sich 32 Stück immer schon mal vorweg rumliegen oder craften und man kann diese dann direkt nutzen, um quasi weiter zu basteln. Ja, dann hatte ich letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwann mal gesagt gehabt, dass ich hier ein Problem mit den View-Cells habe, die hier drin sind. Das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Es ist einfach eine Frage des RAMs. Wenn ich jetzt F3 drücke, seht ihr oben rechts, dass ich jetzt momentan 2,4 GB dem ganzen Spielchen gegeben habe. Und was ich jetzt nicht tun werde, ist hier draufklicken. Denn es kann sein, also beziehungsweise hatte ich es letzter Zeit öfters, wenn ich die View Cells anklicke, dann ne nehmen die sich quasi fast 1 GB RAM. Einfach nur, dass ich draufgeklickt habe. Das ist brachial und wie gesagt, füllt hier meinen RAM dann quasi bis Anschlag. Und vor allem ist das Schlimmste, dass die den RAM danach nicht mehr richtig freigeben.
Ist also ziemlich unschön und ich habe bisher noch keine andere Lösung gefunden, außer halt den RAM massiv hochzustellen. Aber ihr wisst das, mein Rechner hat momentan zwar 8 GB drin, allerdings muss ich mein System unbedingt platt machen, denn ja, hier gibt es momentan scheinbar ein bisschen einen RAM-Fresser auf dem Rechner. Gut, was das hier ist, kann ich Blockblazer, okay, das dürfte eine automatische Anlage für unsere neuen Erze sein. Zu denen komme ich gleich noch. Das habe ich gerade dem Chakalaka hier schon geschrieben gehabt für uns. Wir haben ja noch eine kleine Anlage gebaut. Ansonsten, ja, wir haben jetzt, wie gesagt, oben ein riesengroßes Energiefeld aufgebaut. Da produzieren wir jetzt massig, massig, massig Energie. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das mit dem Reaktor aussieht. Gestern Nacht war das Problem, dass der Reaktor sich nicht richtig ausgeschaltet hat. Jetzt scheint es momentan wieder zu funktionieren. Das war ein bisschen unschön, denn der hat ja, wie man sieht, mal verdammt viel Cyanid produziert. Das heißt, der hat einfach mal, keine Ahnung, hunderte Millionen Energie produziert und die sind einfach, ja, in der Luft verpufft. Ist unschön, aber gut, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Ansonsten haben wir, wie ihr seht, die Stirling-Generatoren ein bisschen hochgezüchtet, weil wir einfach ein bisschen mehr Standardenergie brauchten. Und wir haben eine neue kleine Anlage gebaut, die zeige ich euch gleich, die einfach sagt, auch wieder, wenn das Redstone-Signal unter 30 ist und über 85 ist, soll dann halt in dem Bereich ein Redstone-Signal ausgegeben werden. Und das Redstone-Signal wird weitergeleitet an diesen Transreceiver. Und der arbeitet aber halt ohne Redstone-Signal. Das heißt, nur wenn der Bereich quasi nicht erreicht ist, wird draußen was produziert. Und das hat den Vorteil, dass schlicht und einfach in dem Bereich quasi das Gerät draußen nicht mehr arbeitet. Wie gesagt, gleich dazu mehr. Oben beim Reaktor selbst hat sich nichts getan, war eigentlich alles so wie gehabt. So, da runterfahren. Dieses lustige Gerät hier ist auch was sehr Spaßiges. Wir haben jetzt für das Gerät, was wir gebaut haben, brauchen wir Pink Slime. Und dementsprechend haben wir jetzt hier ein paar Spawner gebaut gehabt und ich habe auch ein bisschen rumgespielt mit dem Tablet of Necromancy, das ist von Psalmic Tinkerer. Ist ein sehr spaßiges Gerät. Man gibt dem quasi solche Soul Aspects, die hier funktionieren jetzt gerade nie. Und eine sinnvolle Kombination der Dinger produziert uns im Endeffekt Monster. Und zwar kostenfrei. Ich habe jetzt hier mal die ersten Sachen schon dran geschrieben, für die es interessiert. Zum Beispiel braucht man einen Aspekt Aether, Terra und Bestia für ein Schweinchen, für eine Kuh, Terra, Terra und Bestia. Und da kann man dann auch Infused Sachen machen, die dann nicht kaputt gehen, denn die normalen, die verschwinden halt nach einem einzigen Spawn. Dafür sind die Infused halt extrem lahmarschig. Ja, das Ganze hat halt den Vorteil, man hat einen relativ geringen Platzaufwand, hat man hier eine gemütliche Anlage, um meinetwegen ein Schweinchen zu spawnen oder theoretisch auch Enderman. Ist an sich also kein Problem. Gut, ansonsten dort hinten der normale Spawner, den haben wir schlicht und einfach nur dafür genommen, um hier mit der Cursed Spirits Blade dann einfach die Viecher umzukloppen. Und ja, genau. Das Stockwerk hier haben wir jetzt schon eingeplant für alles Mögliche, was irgendwie nicht direkt unten zur Technik gehört, also unter anderem die Betten und alles, was irgendwie mit Verzauberung und Entzauberung ist und da den ganzen Kram, was irgendwie hier unten in die Hauptetage halt nicht reinpasst. Gut, das soweit hier dazu. Richtig cool ist, wir haben letzten Montag geupdatet den Server und da gibt es jetzt halt endlich die Auto-Chisel. Und zwar eine funktionierende Form der Auto-Chisel. Chisel sind jetzt hier nicht mehr unendlich, sondern die kriegen wirklich Durability-Schaden. Zusätzlich kann man bei der Auto-Chisel hier unten quasi den Block festlegen, zu wem der Block gechiselt werden soll. Also wenn ich jetzt hier einfach sage, ich gebe hier einen anderen Marble-Block rein, zum Beispiel ein rohes Marble, dann wird er versuchen, das Marble dann rauszukriegen und schiebt es hier rüber. Über die Upgrades hier rechts mit dem Automation Upgrade und dem Stack Upgrade kann man halt direkt stackweise das Zeug durchjagen und das Ganze lässt sich halt auch schön automatisieren. Einfach mit Input Chest, dann gibt man dem Ding, was es machen soll, und eine Output Chest und dann liegt das ganze Zeug drin. Ist also relativ einfach und funktioniert ganz gut. Nachteil ist momentan noch, dass man auf diesen und auf diesen Slot nicht zugreifen kann, also eine volle Automatisierung ist derzeit nicht möglich. Gut. Genau, das ist im Endeffekt alles Wichtige, was wir jetzt hier gemacht haben. Dazu natürlich die ME-Verkabelung ein bisschen überarbeitet. Jetzt deutlich mehr noch auf. Upsala, was hat er hier gemacht? Okay, ein Export mit nix. Sehr schön. Die Verkabelung, wie gesagt, ein bisschen mehr ausgebaut. Jetzt auf zwei Dense-Cable, die sich halt über das Haus hier ein bisschen erstrecken. Und mein Plan wäre es noch irgendwie vielleicht ein Interface oder ein Terminal runterzukriegen hier auf unsere unterste Ebene.
Ich weiß auch noch nie genau, wie ich das mache, ob ich die vielleicht hier in die Terminal reinbaue. Das ist halt alles noch ein bisschen offen. Es wäre ganz cool, wenn wir, wie gesagt, in jedem so einem Turm einfach ein ein Terminal hätten. Da könnte man halt direkt drauf zugreifen. Gut. Als nächstes gibt es eine Runde Baumfarm. Oder beziehungsweise erstmal das Gerät, was ich euch verschwiegen habe. Das kommt dann später wahrscheinlich bei uns in den Keller, denn momentan ist es ein bisschen ungünstig, dass es hier draußen abseits vom Haus steht. Das könnte durchaus dann halt das verursacht haben, was ich jetzt meinte, von wegen, dass der Reaktor einfach angegangen ist, weil es halt immer noch Probleme mit dem Chunk-Unloading gibt und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr lösen lassen. Ist unschön, lässt sich ja wie gesagt nie machen. Gut, ja, dieser Laser arbeitet jetzt gerade nicht. Sieht man ja. Ist man relativ einfach, wenn der Energie bekommt. Dann produziert er einfach ein zufälliges Erz. Und mit diesem lustigen Laser-Foki kann man halt dort eine Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein bestimmtes Erz gespawnt wird. Und bei uns wäre das in dem Fall Uran gewesen, deswegen haben wir überall Lime-Foki reingelegt. Wir wollten halt versuchen, ob wir quasi nur mit diesem Gerät unseren Reaktor dauerhaft am Laufen halten können. Wie wir festgestellt haben, ist es nicht so, der Reaktor, der frisst so dermaßen viel Uran, beziehungsweise halt Jellurium, dass es einfach nicht möglich ist. Und dementsprechend haben wir das Ganze jetzt so konfiguriert, dass das Gerät immer, wenn wir quasi genug Energie da haben, wenn unser Speicher fast voll ist, dann läuft halt quasi das Gerät an, läuft so lange, bis der Speicher irgendwie halb leer ist oder halb voll. Und danach geht das ganze Spaß wieder aus und die Holzkohle wird das Ganze wieder auffüllen. Ist also, wie gesagt, relativ einfach zu handeln. Gut, an der Baumform selbst hat sich nichts getan, ist eigentlich immer noch so wie früher. Das einzige Neue ist hier unten, das ist dunkel, sieht ziemlich lustig aus. Das ist unsere Oberry Farm und ich möchte jetzt in die Nähe hereingehen. Also, ich könnte jetzt eigentlich hier noch ein Night Vision Goggle oder sowas aufsetzen, aber ich gehe mit. Und im Endeffekt haben wir jetzt einfach hier oben die oberste Schicht sind nur Aluminium-Oberry Bushes und ein Stockwerk unten drunter verteilt sich das dann mit den restlichen vier, also mit Copper Club hier links, Zinn hier rechts, dann hinten Gold und dann noch Eisen. Und der Plan ist halt dann einfach, wenn die Ebenen voll sind, immer unten drunter eine weitere Ebene hinzuzufügen, bis wir dann irgendwann sagen, wir haben genug. Das ist momentan noch nicht der Fall, muss man sozusagen. Dafür haben wir jetzt hier das ganze Gebäude hier noch ein bisschen ausgebaut. Wir haben jetzt hier halt Tonnen von Cyclic Assemblern, die den ganzen Spaß dann umwandeln. Also im simpelsten Fall halt Eisenbahn produzieren aus den ganzen Nuggets und also Oldberries. Und das gleiche halt für Gold und für Aluminium. Also im Prinzip nichts riesengroßes, einfacher Aufbau und funktioniert bisher eigentlich tadellos. Marco hat, ich glaube, letzte Woche jetzt noch unsere Barrels ein bisschen upgegradet, also das hat jetzt schon echt ziemlich krassen Punkt. Wie ihr seht, wir kriegen relativ viel Holzkohle rein. Marco hat hier unseren zweiten Induction Furnace dazugesetzt, denn wir bekommen immer noch Holz plus, das ist völlig abartig. Und 1800 Stacks, das soll erstmal einer nachmachen, ist schon ganz spaßig. Gut, jetzt geht es dann eine Runde Botania-Haus. Denn da hat Marco jetzt auch ein bisschen was noch gemacht. Primär, ja, wie ihr schon seht, ein bisschen was an der Ästhetik. Endlich mal. Dazu jetzt hier halt diese schönen, lustigen neuen Carbonus-Blocks überall mit verwendet. Auch wenn man es vielleicht ein bisschen übertrieben hat an manchen Stellen, aber gut. Cool ist auch, man kann jetzt gechiselte Blöcke schneiden. Und das ist eins der genialsten Sachen. Das heißt nämlich auch automatisch, dass für sämtliche Chiselblöcke auch diese Walls und alles zur Verfügung stellen. Und da hat er sich jetzt einfach irgendwelche Leaves genommen, hat die gechiselt, hat sie geschnitten und dann hier zu diesen Walls umgebaut. Das sieht ziemlich lustig aus und wie gesagt, hat natürlich, wie gesagt, einen genialen ästhetischen Aspekt. Und ja, das Ganze hier halt vorne noch ein bisschen als Promenade, wo man dann hier langlaufen kann und dann soll man hier runter gucken können, ist so ein bisschen geplant als grüner Garten halt. Direkt hier unten kommen, soweit ich weiß, keine anderen Maschinen oder irgendwas hin. Da ist nichts geplant. Lustig ist auch, mit den Carbon-Blocks kann man Gras oben drauf setzen. Also sprich, wenn man jetzt normalerweise mit geschnittenen Blöcken arbeiten würde, dann würde hier oben nicht der Grastextur drauf sein, sondern hier hätte man bloß die Erdetextur, weil die Grastextur würde erst an dem oberen Teil hier quasi beginnen. Und über die Carbon-Blocks kann man halt auch Halbblöcke machen, die dann oben direkt Gras drauf haben. Sieht ziemlich lustig aus, hat sowas von kleinen Hügelchen. So, ein Stockwerk unten drunter stehen irgendwo unsere Pflanzen, die nennen sich Lunium. Damit können wir halt auch zufälligen Dungeon Loot erzeugen. Ist an sich ganz spaßig, allerdings extrem mannaaufwendig. Dementsprechend nutzen wir es relativ selten. Jetzt war erstmal mein Tablet aufgeladen.
Ansonsten Kopier an der ganzen Spaßaktion hat sich nicht viel getan. Also die Blumen arbeiten halt momentan gar nicht mehr, weil wir haben genug, soweit ich weiß. Ja, ist schon mittlerweile einiges dazu gekommen. Und bei dem Gerät habe ich, glaube letzte Woche schon gesagt gehabt, wie ich es dann gelöst hatte. Marco hat das Ganze jetzt bloß noch ein bisschen hübsch aufgebaut. Und das funktioniert eigentlich auch ganz einwandfrei. Was mittlerweile noch getan wurde, ist, dass viele Gerätschaften, die da drüben standen, jetzt nach und nach hier rüberkamen. Unter anderem unser Sandgenerator. Also immer noch wie gehabt, wir haben dort oben einen Koppelgenerator. Der Koppel wird dann hier reingehauen. Und zusätzlich, wenn die Barrels voll sind, geben die ein Retzensignal und schalten quasi den Hopper aus. Hira! Und ja, genau. Also wenn wir jetzt den Stack Sand rausnehmen würde, würde alles loslaufen. Ist gar nicht so schlecht. Was man vielleicht machen könnte, das würde vielleicht noch ein bisschen was helfen, wenn man hier anstatt den Hopper eine normale Ender-IO-Pipe nehmen kann. Denn Ender-IO kann man ja auch ein- und ausschalten und somit würde man deutlich schneller die Sachen hier durchschleifen können, als mit dem ziemlich lahmarschigen Hopper. Wäre vielleicht mal noch in Gedanken so da. Gut, ansonsten fürs Aufsammeln ist dort unten diesmal ein Hopperhock zuständig. Das mit dem Golem ist zwar lustig, aber na, die können wir dann später auch für was anderes verwenden. Zumindest sind wir dann nicht mehr so dran gebunden, falls Golems einfach wieder verschwinden würden. So, ein Stock höher stehen dann hier bloß die ganzen Gerätschaften. Hat alles zum Marco jetzt ein bisschen schick gemacht hier, auch wenn noch ein paar Sachen fehlen irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder keine Ahnung, was er gemacht hat. Auf jeden Fall, die wichtigsten Sachen sind jetzt halt hier und können halt direkt benutzt werden. Zur Energieproduktion. Da sei auch gesagt, dass jetzt der Marco soweit das Ding hier fertig gebaut hat. Es ist so, er hat jetzt für jedes von den komischen Enderflame-Bottichen hier immer, glaube ich, eineinhalb Mana-Pools abgestellt. Sieht man ja, es sind jetzt quasi drei Bottiche und vier Mana-Spreader, meine ich. Und ansonsten die restliche Funktion ist immer noch gleich geblieben, funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben bloß einen Nachteil festgestellt: Wenn wir die ganze Maschinerie einfach laufen lassen, dann scheint es so zu sein, dass einfach mal Kohleblöcke gedroppt werden, ohne dass irgendwas an Retzensignal hier vorrätig ist. Und das ist natürlich echt unschön. Also, ich habe gestern Abend wieder erlebt, da lagen hier erstmal fast drei Stacks Holzkohleblöcke einfach nur rum. Und wir haben es einen Tag erlebt, da waren unser kompletter Holzkohlevorrat weg. Ja, da hat ja über Nacht quasi das Gerät einfach mal alles gedroppt. Das war echt unschön. Deswegen hat ja Marco noch eine Kleinigkeit dazu gebaut, denn im Normalfall braucht man jetzt nie so ultra viel Mana. Dementsprechend haben wir jetzt einfach hier einen Schalter. Damit können wir das ganze System anschalten und damit wird einfach der Timer hier hinten aktiviert. Und nach irgendwie einer Minute ungefähr geht der ganze Spaß dann hier los. Ja, und dann läuft halt die Automatisierung so lange, bis man entweder sagt, man schaltet es wieder aus oder die Automatisierung triggert und es schaltet mehr oder minder automatisch aus. Gut, das wie gesagt zum Botanierhaus. Mehr hat sich jetzt hier auch nicht getan, obwohl es schon einiges war, kann man ja anders sagen. Was ich jetzt nochmal zeigen möchte, ist unsere Mine. Die hat sich halt in letzter Zeit auch ein bisschen gewandelt, denn wir arbeiten natürlich mit unserer fetten 5x5 Spitzhacke. Und ich würde sagen, da ist er noch mit Reddy Quarry hier lang geflogen und hat vergessen, die Lantern auszuschalten. Kann mich irren, aber das sieht fast so aus. Lieber Marco, fail. Naja, gut. Was soll man machen? Reddy Quarry bietet auf jeden Fall sehr lustige Sachen. Unter anderem, wie gesagt, ein Stab, der frisst Torches. Und die Torches werden dann, wie man hier sieht, automatisch an dunklen Stellen platziert. Dazu brauchen wir dann ein anderes Gerät noch. Und funktioniert zumindest beim Mine ziemlich genial. Also, wie ihr schon seht, wir haben jetzt hier schon richtig, richtig, richtig viel ausgehoben. Und das ist alles nur mit manuell mit Spitzhacke gewesen. Prinzipiell kann man sagen, wir haben einfach oben angefangen und wenn wir nicht fertig hatten, sind wir einfach fünf Blöcke nach unten gegangen und haben dann weitergegraben. Man sollte jetzt aber nie denken, dass das ultra billig ist. Also der Mana-Aufwand, den man hier betreiben muss, ist brachial. Also diese Spitzhaken, die fressen Mana und vor allem fressen sie auch Hungerbalken. Da ist man mit einem Mal von einem Mal da drüben bis hier rüber, ist komplett der Hungerbalken samt Saturation fast komplett leer. Also das ist richtig teuer. Gut, ansonsten, wie gesagt, gibt es diese Woche, ich werde es keinen anderen besuchen diese Woche und meld mich dann nächste Woche mit vielen weiteren lustigen kleinen Sachen, die wir jetzt so gebaut haben. Also dann, bis nächste Woche.